eine sehr schmackige Rose. Wie wir Krack, wie den Eingang von den sehr schmackigen Garten. Da wie der schmackste Rose, eine große, schmacke, blinkige Rose. Und viele Menschen mit der Hand kommen, mit der Verweichung, die holen mir der Rose stehen und die bewundern sich der Rose, wo schmackt es hat. Hab irgends eine sehr schmackige Rose. Ein Tag mag der Rose dort, dass die Menschen, die durchhecken von weit auf. Keine Person kommt dich bei, dann sich der Rose besein. Und sie wundert, was geht an? Und du checkst ihn wieder an. Und dabei muss sagt er dort, du bist ein grauter, ekliger Park. Krack besiegt er. Grein. Nicht sehr unangenehm. Und der Rose sagt der Park, weißt du, Park, geh weg. Ich brauch dich nicht. Mir fehlt dir mein Leben nicht. Geh hier fort. Und der Park geht weg. Ungefähr eine Woche später kommt der Park 3, der geht vorbei. Dann sieht er dort, der Rose hat vielleicht eine Blätter, die ist ganz verfreten, die sind krank, die sind nicht so fein. Und der hält den Stern und der fragt, was mit dir passiert? Die sagt, so schmack. Und der Rose sagt, von den ersten Tag, wo du hier wach gingst, von allen da und eins hier zu kommen in Kniepasch. Und die haben meine Blätter verfreten. Und ich bin krank und ganz verfreten. Ja, sagt der Paul, ich weit. Ich will hier besiegen die und ich habe die Arbeit, all die Eishafer und die Eins hier abzufreten, wo du wirst, dass du kannst Schmack blühen und eine Schmacke blumen sein. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 sagt dort, brückt dein Gub, was Gott dir gegeben hat, zum anderen Menschen abbühen und nicht anderen Menschen drauf reden. Jeder einer von uns hat eine Gub. Einer kann singen, einer kann reden, einer kann formen, einer kann Geld verdienen. Wir haben alle eine Gub. Aber ich sage dir, brück dein Gub, zum anderen Menschen abbringen, ohne Menschen abheben, ohne Menschen halten, ohne Menschen Geld stellen. Wenn wir niemals so denken, ich kann eine Gub zum Reden, zum Singen, zum Formen, zum Geld verdienen. Meine Gub ist welcher, ich sein welcher. Im Leben seine Kächer. Wofür passiert dort nicht? Dort wie fallen uns Hecher aus den Menschen rum uns. Wir in der Fläche denken nicht so gut kennen als wir. Aber wir verjeten davon, dass die Person, was wir vielleicht denken, was leer sein als wir, sehr wichtig sein für uns Leben. Wie brücken die. Wenn wir niemals so denken, ich sein Hecher, wenn wir niemals so denken, was der rausdeut, ich brücke die Person nicht, was rum ich sein. Kraken don't, wer das ist und wo die Person ist. Mach Gott uns genug geben, anders zu sein, was dieser raus. Mach Gott uns genug in Freude schenken, dass wir hier Menschen annehmen und lernen, taub zu schaffen in der Guben, was Gott uns gegeben hat, ohne Menschen deuten damit. Und lernen, dass wir brücken den Guben, was ohne Menschen haben, auch zu uns leben, vorwärts kommen. Gottes Ehren.